Im Ergebnis war das nicht ganz angenehm, weil, wenn man das mal anschaut, so die Effekte dieser Politik, die lassen sich messen, vielleicht nicht mit einem Zollstock, aber doch ungefähr mit einem Zollstock. Für die Älteren von Ihnen ist das ein Déjà-vu. Das hatte ich nämlich vor einigen Jahren schon mal ausgebreitet. Und man erkennt, das sind ungefähr die 2 Billionen Schulden, die wir mit dieser Politik in den letzten Jahrzehnten aufgebäumt haben. Und da gibt es natürlich Schwarz-Gelb in großem Anteil. Übrigens, Gelb war fast immer dabei, dann auch Schwarz-Rot. Auch Rot-Grün war natürlich dabei, dann nochmal Gelb-Schwarz. Und immer war es die Opposition, die wusste, dass die neuen Schulden böse sind. Aber die jeweilige Opposition. Und diesmal, muss man sich vorstellen, kommt erstmals kein Millimeter obendrauf. In diesem Jahr bleibt der Zollstock auf diesem Niveau stehen und er wird nicht mehr verlängert. Und wenn es uns gelingt, für die nächsten Jahre diesen Zollstock nicht mehr zu verlängern, ich glaube, dann sind wir auf einem ganz guten Weg. Allerdings braucht das natürlich sicherlich auch eine andere Politik. Jetzt gibt es immer Kritik an der letzten Instanz, weil wir sagen, die Banken sollen 55 Milliarden in einen Fonds einzahlen. Und diese Zahl wird immer kritisiert, gelegentlich von den Grünen, aber Axel Drost hat das auch wieder gemacht. Und ich will mal meinen berühmten Zollstock rausnehmen. Das ist in etwa so, als wenn man eine Treppe, sagen wir mal, in den ersten Stock baut, kann man oben oder unten anfangen, je nachdem, was es für eine Treppe ist. Also jedenfalls hat man irgendwie eine solche Treppe, kann man sich das als Treppe vorstellen. Und der Axel Drost sagt jetzt immer, also diese Stufe, die ist ja viel zu niedrig, da kann man das erste Stockwerk gar nicht erreichen. Sagen wir ja, Moment mal, du hast ja vom Gesamtzusammenhang gesprochen, wir müssten uns die ganze Treppe anschauen, weil wenn man die geht, erreicht man auch das oberste Stockwerk. Und um das etwas genauer zu beschreiben mit den Stockwerken, du hast ganz vergessen, dass jetzt das harte Eigenkapital zunächst haften muss. Ja, das ist richtig. Dann muss das zusätzliche Eigenkapital haften. Das ist auch richtig. Dann muss das Ergänzungskapital haften. Das ist auch richtig. Und die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel hat mich auch danach gefragt, nach einzelnen Dingen, die sehr merkwürdig sind. Ich will vielleicht mal sagen, wenn das so der Steuertopf wäre, ne? Der ist ja noch leer fürs nächste Jahr. Das ist ja verständlich. Weil da kommen ja die Steuern erst im Laufe des Jahres so rein. Und wenn die reinkommen und der Topf entsprechend dann sozusagen gefüllt wird, dann haben die Haushälter eine gute Chance, ihre Ausgaben auch zu realisieren. Jetzt kommen aber immer Leute, machen da so ein Loch rein. Dann kommen, also nehmen wir mal an, die maritime Wirtschaft. Die hatte die Idee gehabt zu sagen, also nehmen wir mal an, ich stelle jetzt jemand ein und also der muss Kollege, den Lohnsteuer bezahlen. Sie haben keinen kompletten Werkzeugkoffer dabei, dann müsste ich aus Sicherheitsgründen eingreifen. Gott. Nein, das hätte man ja gesehen. Ich habe auch so einen blauen Werkzeugkoffer, aber das ist ja nur ein Schraubenzieher, der hilft, so Steuerschlupflöcher hier reinzustechen. Herr Kollege Binding, wenn Sie gleich nach Rückkehr ins Büro sich einen verdienten Becher Kaffee einschenken lassen, denken Sie bitte daran, dass Sie in diesen ein Loch gebohrt haben. Und vor allen Dingen müssen wir schauen, ist der Haushalt eigentlich zukunftsfähig? Also wir wissen ja, heute sprudeln die Steuereinnahmen, das ist schon richtig. Aber wir müssen schauen, was machen wir eigentlich in der Vorsorge, wenn das Wachstum nachlässt. Wenn die Zinsen steigen, dann kostet das in unserem Haushalt natürlich sofort einige Milliarden. Wenn die Reallöhne vielleicht wieder sinken, wenn der Leistungsbilanzüberschuss unter Druck kommt, haben wir diese Haushaltsrisiken wirklich im Griff? Haben wir da die entsprechende Zukunftsvorsorge? Und ich will mal sagen, ein Zukunftsrisiko im Haushalt ist auch die Mittelstandsvereinigung der CDU. Die hat nämlich gesagt, wir haben im Moment große Steuereinnahmen. Ich zeige die mal hier, die haben wir ja gerade sprudeln. Die können wir ausgeben. Jetzt sieht man aber, diese Steuereinnahmen in jedem Jahr sind endlich. Die könnten auch sinken. Und jetzt macht die Mittelstandsvereinigung den Vorschlag, die Steuern zu senken. Übrigens, die Steuern zu senken, den Vorschlag macht die SPD auch. Nur sagen wir, wir wollen es an der richtigen Stelle machen. Der kleine Nachteil der Mittelstandsvereinigung, die sagen, Steuern senken, aber sagen nicht, wie sie es finanzieren wollen. Das ist eine gute Idee, wenn man Ausgaben hat, von denen man nicht weiß, wie sie zu finanzieren sind. Denn jeder glaubt mir, in 8 Minuten schaffe ich es nicht, aber dass dieses Glas auch zu Ende geht. Möglicherweise hat man, wenn man die Steuern senkt, im richtigen Moment nicht mehr genug, um auf Krisensituationen gut zu reagieren.
Hans Michelberg hat gesagt, das Wachstum wird erarbeitet. Das stimmt. Beim Vermögen ist es aber so, dass 80% des Vermögens aus Erbschaften stammt. Und nun ist es so, das Wachstum wird erarbeitet. Nehmen wir mal an, man hat ein Unternehmen mit 3.000 Mitarbeitern. Dann können sich ganz wenige in diesem Unternehmen, die können etwas zurücklegen, sagen wir mal das hier etwa. Und dann gibt es 3.000 Leute in dem Unternehmen, die können sich das hier zurücklegen. Moment, das will ich jetzt aber auch sehen. Wenn ich das jetzt mal genauer anschaue, was gibt's jetzt hier? Der wird sehen, dass möglicherweise hier eine gewisse Ungleichheit ist, obwohl die, die sich das erarbeiten können im Ersparten, nicht weniger fleißig sind, als die, die sich das erarbeiten und ererbt haben. Und deshalb ist es wichtig, darüber genauer nachzudenken, denn die Ungleichheit, das haben wir ja gelernt, stört nicht nur den sozialen Frieden, noch viel schlimmer. Die, die immer auf Wachstum setzen müssen, auch wissen, Ungleichheit stört auch Wachstumsentwicklung. Aber das Allerschlimmste ist, und da frage ich mal so die Reichen unter uns, ob es nicht auch das Wohlbefinden stört. Und nehmen wir mal an, das hier würde jetzt nur dem Doktormeister gehören. Und das hier würde allen anderen gehören. Jetzt haben wir vorhin bei euch irgendwie gehört, Umverteilung. Nein, es geht gar nicht um Umverteilung. Umverteilung hieß ja, ich nehme ihn weg und tue ihn rein. Das machen wir nicht. Nee. Wir sagen, das, was der Staat tun soll, das soll der Dr. Meister 2 davon abgeben. 2. Und möglicherweise käme er damit noch zurecht. Jedenfalls, wenn wir meinen, das muss für alle anderen genügen. Also insofern ist klar, Sie geben 2 ab, das wäre fair. Sie geben davon nichts ab. Das darf jetzt keiner übel nehmen, weil hier ist relativ. Also insofern ist das dann gerechter, wenn Sie 2 abgeben. Und deshalb können Sie sich jetzt alle von 1 nehmen. Deshalb muss man ein bisschen auch fragen, was bleibt nach der Steuer? Also wenn so ein normaler Arbeitnehmer, sagen wir mal so etwa diesen Anteil verdiente, ja, das sind so 4 Zentimeter. Und ich wollte jetzt versuchen zu messen, was so ein Manager verdient. Jetzt ist so ein Zollstock, bei uns heißt der Meter, ist er 2 Meter lang. Und jetzt ist mir ein bisschen peinlich, weil er mir jetzt ausgegangen ist. Er langt nicht, um das Gehalt der Manager zu messen. Und die Arbeitnehmer, die ihm dieses Einkommen ermöglichen, das ist genau hier unten dieser kleine Teil. Da merken wir, es ist was ganz anderes durcheinander gekommen. Die Ausgangslage in der Gesellschaft ist durcheinander gekommen. Möglicherweise wäre das auch bezogen auf Herrn Hirten Gedanke. Sowas könnte auch rechtfertigen, das objektive Nettoprinzip mal einzuschränken. Das könnte sinnvoll sein. Und Florian Tonka hat uns ja auch ein bisschen was erklärt und er war ja lang bei Freshfields und nun muss man sagen, die Krise ist schon, da würde ich mich vom Gerhard unterscheiden wollen, auch von Fachleuten gemacht und zwar eher von Fachleuten als von Laien, weil die Produkte, die da explodiert sind, auf so eine Idee wären Laien gar nicht gekommen, ist von Fachleuten. Also das muss man schon sagen, wir haben natürlich... Nein, das ist vor der Krise, die nächste kommt bestimmt. Nee, Sie haben ja nur eine Krise im Kopf, aber ich bin ja auf der Zeitachse des, sozusagen des Kontinuums. Und dann, alles völlig klar. Nein. Ist klar, wenn man nur kurze Abschnitte im Kopf hat, naja, dann hat man nur, ist klar, ne? Und jetzt sehe ich gerade, ich habe nur noch 42 Sekunden zu reden, da lege ich meine letzten Zettel zur Seite und würde jetzt sagen, Gerhard Schick, wir danken dir auch für viele wirklich gute Erklärungen. Und meine ganz persönliche ist, und das muss ich auch ein bisschen mit Verwunderung und Bewunderung sagen, du hast es immer ohne Zollstock geschafft. Aber Gerhard, man weiß nie, was die Zukunft bringt. Könntest du ganz kurz nach vorne kommen mit Erlaubnis der Präsidentin, wenn du mal kurz ans Rednerpult kommst, weil es ist schon so, dass du nie weißt, was in der Zukunft kommt. Und so ein Zollstock mit guter Arbeit von der SPD, den kann man immer gut gebrauchen. Schönen Dank. Jetzt hat die Kollegin Stark-Watzinger gesagt, die Mitte kommt nicht vor. Und jetzt muss ich tatsächlich vom Parteitag ein Zitat nehmen. Also wenn das hier die Einkommensverteilung in Deutschland ist, machen wir es ganz einfach. Hier sind die ärmsten 10%, hier die zweitärmsten, hier die drittärmsten und so weiter. Und hier oben sind die reichsten 10%. Und jetzt will ich in die SPD-Politik sagen, wo ungefähr die Mitte sein könnte. Wir haben die Vorstellung von der Mitte, dass die irgendwie so in diesem Punkt ist, vielleicht auch ein bisschen oberhalb oder unterhalb, wir sind ja nicht so genau, aber das ist ungefähr die Mitte, das ist die Mitte. Und jetzt haben wir Folgendes gehört von der FDP, da hatte jemand Herr Dürr zum Soli vorgetragen, da sagt er, der Soli, den ja nur die obersten 10% noch zu bezahlen haben, das würde den Mittelstand belasten. Das heißt, der Mittelstand der FDP ist ungefähr hier.
Und wir haben jetzt die Vorstellung, dass das hier nicht die Mitte der Gesellschaft ist. Für uns ist die Mitte der Gesellschaft irgendwie hier. Und deshalb haben wir auch mitunter Verständigungsschwierigkeiten. Wir sagen, das ist irgendwie, das kann ich auch gern so, das kann ich gern so machen. Otto, so viel Abstraktionsvermögen hast du, dass es hier nicht auf... Wir haben ein Problem, weil die Protokollführer das irgendwie nicht protokollieren können. Oh, das sind aber, die machen das ja so gut. Die sind völlig verzweifelt. Also Sie haben recht, aber besondere Aufgaben für bedeutende Qualifikationen, das ist wunderbar. Aber ich will vermeiden, dass damit sozusagen eine frauenfeindliche Politik einhergeht. Ich will das mal deutlich machen. Wir haben ja Probleme einer ganz anderen Art. Also ich will mal sagen, wenn das hier etwa das Einkommen eines Mannes ist, dann reden wir über Hygieneprodukte im Moment in einer Größenordnung, man höre zu, wenn wir dem zustimmen, um 2,07 € pro Jahr, 20 Cent im Monat. Wenn ich den Gender Pay Gap ansehe, und das ist das Einkommen eines Mannes, sagen wir mal 1.000 €, dann ist das Einkommen einer Frau nur so groß. Und mir ginge es darum, nicht diese hier unten diesen Zehntel Millimeter mich zu befassen. Das machen wir mit. Das ist ja klar, auch weil es eine große Bewegung gibt. Symbole sind symbolisch wichtig, unerreichbar wichtig. Aber mir ist es wichtiger, dass die Frauen diese 20% bekommen. Weil diese 20%, die sind richtig viel. Und lasst uns da ordnungspolitisch etwas tun. Weil die eigentliche Ungerechtigkeit sollte man gegenüber Marginalien nicht zurückstellen. Herr Kollege Binding, ich finde es ja prima, dass Sie auch versuchen, Ihre Rede darzustellen und anschaulich zu machen. Aber vielleicht könnten wir uns darauf verständigen, dass wir hier verbal unsere Meinung zum Ausdruck bringen und nicht irgendwelche Werkzeuge noch dazu verwenden. Herr Glaser hat vorhin die FDP ermahnt, sie möge doch die zivilisatorischen Regeln einhalten. Also das ist ein ganz guter Satz, obwohl ich nicht glaube, dass es bei Ihnen nötig ist, das zu tun. Herr Glaser hat zur Grundsteuer im Ausschuss gesprochen. Er sprach von dem Gesetz als Torso, übersetzte das dann mit also Ungeheuer. Und wir würden eine palliative Gesetzgebung machen. Das haben wir noch einigermaßen ruhig überstanden. Er sprach dann aber davon, dass Professor Tappe ein Gefälligkeitsgutachten gemacht hat, dass es den Sollertrag nicht gäbe und dass der Sollertrag, ich zitiere noch mal wörtlich, wie eine Vergewaltigung auf offener Straße sei. Das haben wir dann nicht mehr ausgehalten. Und wenn dieser Mensch heute andere ermahnt, die zivilisatorischen Grundregeln einzuhalten, spricht das für sich. Ich würde sagen, Sie entfremden uns von unserer eigenen Sprache. Sie machen uns sozusagen heimatlos, obwohl wir den Ort nie wechseln. Und was Schlimmeres gibt es nicht. Herr Kollege Binding, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen? Nein. Auf dem Niveau lasse ich keine Zwischenfragen zu. Für die Fraktion der SPD hat das Wort der Kollege Lothar Binding. Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt tut es mir wirklich leid, dass ich alle noch mal richtig anstrengen muss. Aber was wir gerade gehört haben, das ist ungefähr so, als wenn Sie ein 2-Meter-Problem hätten. Und dann kriegen Sie einen Vortrag im Parlament und dann merken Sie, der Lösungsansatz ist nicht so lang. Der ist auch nicht so lang, der ist auch nicht so lang, der ist auch nicht so lang und der ist auch nicht so lang. Es genügt ein viel kleinerer Zollstock. Sie sehen, es ist einfach mit der AfD keinen Blumentopf zu gewinnen. Herr Kollege Thurmey, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.